Wenn wir die Spüle eh raus haben, ja, dann können wir auch gleich hier mal die Brennersachen nachgucken. Also, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Das ist unsere Hauptgasleitung. Aber die Sachen hier, diese kleinen, ja, die sind manchmal immer ein bisschen schwergängig und sind dann auch verfettet. Da sehen wir sie. Ja, die sind manchmal auch verfettet. Und die können wir einfach mal reinigen und das alles sauber machen und dann wieder zusammenbauen. Das muss eben abgewaschen werden und wieder neu ein bisschen, vielleicht auch einen kleinen Tropfen Fett da dran, da vorne an der Spitze, damit das dann nachher wieder gut dort geschmiert ist. Aber nur minimal hier vorne, wo der drauf sitzt. So, dann bauen wir diesen wieder ein. Ansonsten, ihr wisst ja, mit Öl und Gas, ne, das ist so eine Geschichte, das verträgt sich nicht immer. Gerade alle Maschinenbauer, Schlosser und so weiter wissen das natürlich unter euch. Aber Sauerstoff oder sowas, da dürft ihr auf keinen Fall die Verschlüsse ölen. Ne? Das kann böse rumsen. Weil Sauerstoff mag das mit Gas nicht und die anderen Gassorten. Also das manchmal muss man da ein bisschen aufpassen. Des Weiteren guckt ihr euch einfach mal die ganzen Sachen an, wie es rundherum aussieht. Die kleinen Düsen hier, das habe ich nochmal mit Pressluft vorher ausgeblasen. Sprich, wenn die kleine Düse hier raus ist und dann hier nochmal mit Pressluft durchblasen. Das ist immer ganz gut, dann kommt der Staub und Dreck raus. Hier kann man auch nochmal Pressluft reinhalten, damit die sich ein bisschen lösen. Und dann ist das vor uns auch schon gut. Ja, beim Zusammensetzen. Hier ist eine kleine Kerbe. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Die muss hier drinnen, wenn ihr dreht, ja, wenn ihr an diesen Reglern dreht, muss die hier in diesem kleinen Fenster hier, muss die sichtbar sein. Ja, und dann kommen die wieder zusammen. Alles wieder gereinigt, weil hier ist so dickes Fett drauf. Bisschen Öl dran, dann klappt das schon. Und Lasco, ja, der hat sich mittlerweile... Das ist echt der Hammer. Der hat sich hier wieder den Pinseln gewidmet. Der hat da hinten einen Pinseleimer entdeckt, ja, wo ausgewaschene Pinsel drin sitzen. Und die knabbert der hier alle auf. Ja. Also das ist ja wohl wirklich wieder der Hammer. Denn, Lasco, hör auf! Mann! Das kann doch wohl nicht angehen. Ich darf mal keine 5 Minuten aus den Augen lassen. Ja, da brauchst du gar nicht zu gucken. Ne? So. Mann, du brauchst dich auch nicht entschuldigen. Nee, keinen neuen holen. Das hier einfettet, ja. Hier muss also wirklich nur hauchdünn bisschen Fett drauf, weil das doch eine bessere Gleitfähigkeit hat wie das Öl. Eine bessere Haftfähigkeit. Also da arbeitet ihr wirklich auch wieder mit einem... Ich habe hier so ein synthetisches Fett. Also das ist hier mit Syntheseöl. Extra haften, universal einsetzbar, salzwasserfest. Also das ist eigentlich für Bootsbereich. So, und wenn ihr hier ein bisschen was ranmacht, hier oben, wirklich, wirklich nur ganz bisschen benetzen mit dem Fett, mehr nicht. Also, weil sonst sind ja sofort die Düsen dicht, ja. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht die Düsen zudrücken mit Fett. Sind geschmeidiger, wenn es ein bisschen mit Fett eingesetzt ist. Lassen sie sich besser wieder drehen. Und das hier ist 14er Schlüsselweite. Und dann beim Anziehen, wenn ihr die Schrauben, die Muttern hier anzieht, ja, knall die nicht an. Also die müssen nur ein bisschen fest. Ne? Die waren auch nur ganz lose drin. Also nur eben so ein bisschen handfest. Ne? So. Und dann müssen die sich ganz von unten bis oben hochdrehen lassen. Und dann ist das wieder wunderbar. Die sind wieder fertig. Hier wackelt das natürlich alles ein bisschen, weil die sind ja nur hier eingesetzt. Das hängt ja hier an dem Rohrsystem, das liegt ja nachher auf und dann ist das wieder gut. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze nachher eingebaut wird, das könnt ihr in dem anderen Video sehen. Bis denn, Osterhenne, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, wir sind wieder weg.